Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute gibt es eine Frage bzw. ein Thema, was ganz häufig Anfängern empfohlen wird, nämlich lohnt es sich für Anfänger Long Straddles zu handeln? Es gibt ja viele, die wollen irgendwann mal mit dem Handel von Optionen anfangen und wissen aber noch nicht so richtig, was sollen sie denn tun. Ne? Also sollen sie eher Future-Optionen handeln, sollen sie Aktienoptionen handeln und dann fragen sie zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe die Optionshändler oder auch in anderen Foren, fragen sie danach und dann gibt es immer den Hinweis, naja, als Anfänger solltest du auf jeden Fall Strategien handeln mit einem genau festgelegten Risikoprofil. Das heißt also, dass man von vornherein ganz genau weiß, was man verlieren kann. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, was ist denn das überhaupt so ein quasi genau festgelegtes Risikoprofil? Und das Einfachste wäre, wenn du zum Beispiel eine Aktie kaufen würdest. Ne? Wenn du eine Aktie kaufst, dann hast du ein genau definiertes Risiko, nämlich die Aktie kann auf Null fallen. Alles, was du verlierst, ist der Preis, den du für die Aktie bezahlt hast. Oder wie viel du gewinnst, das ist nicht definiert, weil die könnte ja theoretisch überhaupt nicht steigen oder ins Unendliche. Übertragen wir das Ganze mal auf Optionen, dann heißt das also, wenn du ein genau definiertes Risiko im Optionshandel haben möchtest, dann musst du Optionen kaufen. Ne? Du kaufst Puts oder du kaufst Calls, dann hast du genau definiertes Risiko. Und das klingt erstmal irgendwie so ein bisschen logisch, du weißt ganz genau, was du verlieren kannst, aber was die meisten dabei vergessen, das heißt natürlich noch lange nicht, dass wenn du weißt, wie viel du verlieren kannst, dass das dann automatisch in Gewinne sich niederschlägt. Weil wenn du Lotto spielst, hast du auch ein genau definiertes Risiko. Du weißt nämlich ganz genau, 5 Euro kostet der Schein und wenn halt deine Zahl nicht kommt, ist das Ganze wertlos verfallen. Ist das aber eine Strategie? Erstmal per se nicht. Und hin und wieder wird dann empfohlen, dann handel doch ganz einfach Straddles, weil dann kannst du in beiden Richtungen gewinnen. Und wenn man das so hört, Mensch, ich kann in beiden Richtungen gewinnen, habe ein genau definiertes Risiko, das klingt doch erstmal super. Ne? Jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn überhaupt so ein Long Straddle? Und dazu nutzen wir mal hier unser Flipchart wieder. Ihr wisst, das ist ein sogenanntes Profit-Loss-Diagramm. Das heißt, das hier ist der, stellt euch das einfach vor wie ein Chart, den man 90% zur Seite gekippt hat. Das hier ist unsere Preisachse. In dem Bereich verdienen wir Geld und in dem Bereich verlieren wir Geld. Wenn wir Optionen kaufen, kann man ja nur zwei Dinge machen, nämlich man kann Calls kaufen oder man kann Puts kaufen. Fangen wir mal an mit einem Put. Da fangen wir hier irgendwo an im negativen Bereich, weil wir müssen ja erst einmal was bezahlen. So, das heißt, wir fangen hier im negativen Bereich an und wir wissen ganz genau, okay, das ist das, was wir verlieren können. Ne? Und irgendwann gibt es dann hier diesen Break-Even-Punkt und danach gewinnen wir dann Geld. Ist hier ein bisschen beschränkt, weil die Aktie oder der, auf das, was du deine Put kaufst, kann dann theoretisch nur auf Null fallen. Aber das wäre dann quasi hier so dein Gewinnbereich. So, wie schaut das Ganze aus, wenn wir das mit einem Call machen? Da sieht es natürlich genauso aus. Du fängst im negativen Bereich an, weil auch der Call kostet dich irgendwo was. Dann gibt es irgendwo einen Break-Even und dann fängst du an, Geld zu verdienen. Du hast hier wieder dein genau definiertes Risiko, das kannst du nur verlieren und das hier ist das, was du gewinnen könntest. Und was ist jetzt ein Long Straddle? Ein Straddle heißt erst einmal, es gibt Short Straddle, es gibt Long Straddle, setzt sich immer zusammen aus einem Call und aus einem Put und im Gegensatz zu einem Strangle bedeutet Straddle, dass du immer am gleichen Strike das Ganze machst. Also du kannst, machen wir zum Beispiel einen Long Straddle at the Money, dann heißt das eben, was weiß ich, das Underlying kostet irgendwie $40 und dann würdest du eben hier einen 40, angenommen hier genau sind $40, dann würdest du eben einen 40er Call kaufen und du würdest einen 40er Put kaufen. So, und wie sieht dann das Risikoprofil aus? Natürlich, man kann es schon fast erkennen, hier, es muss auf der einen Seite gewinnen können, nämlich wenn die Aktie deutlich über 40 steigt oder auf der Unterseite verlieren können, wenn die Aktie deutlich unter 40 fällt. Aber man muss natürlich jetzt auch hier diese beiden Aufwendungen, die man hat, für den Kauf des Calls und für den Kauf des Puts zusammenrechnen, sodass das Ganze sich von den Break-Even-Punkten ein bisschen verschiebt,
Also, es würde dann in etwa so hier aussehen, dass man sagt, okay, diese gestrichelte Linie hier, das wäre jetzt, das soll ja gestrichelt sein, das wäre jetzt hier unser Long Straddle. Ne? Ein Add the Money Long Straddle. So, und da seht ihr schon mal, wie kann man mit so einer Konstruktion Geld verdienen. Auf jeden Fall, es muss sich was bewegen. Ne? Also wenn hier der Preis einfach irgendwo hier bleibt, da wo er jetzt gerade ist, dann bewegt sich in dieser Konstruktion gar nichts, sondern der muss es schon ordentlich sich bewegen, und zwar entweder ordentlich nach oben, damit wir hier diesen Break-Even schaffen, oder ordentlich nach unten, damit wir hier diesen Break-Even schaffen. Und es ist natürlich so, mit einer Option wird man definitiv verlieren, nämlich wenn es nach unten geht, dann eben mit dem Long Call, und wenn es nach oben geht, mit dem Long Put. Man kann aber auch mit allen beiden verlieren, und genau das ist das Problem, weil du ja hier sagst, du hast diesen Aufwand, das heißt also hier geht es ja erst los, das ist ja das, was du erstmal rein verdienen musst, und das bestimmt ja dann hier deine Break-Even-Punkte. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wann macht sowas überhaupt Sinn, mal in Bezug auf die Volatilität. Und da wissen wir schon, wenn wir Optionen kaufen, dann sollte die Volatilität immer relativ weit unten sein. Ne? Weil wenn die Volatilität fällt, fallen auch die Preise der Optionen. Und wenn du die Option gekauft hast, möchtest du nicht, dass die Volatilität fällt. Also macht es immer mehr Sinn zu sagen, okay, kauf so etwas eher in einem Umfeld niedrigerer Volatilität, was auch irgendwie so ein bisschen logisch ist, wenn es eben ansteigt, wenn der Preis sich sehr, sehr stark bewegt, dann wird in der Regel auch die Volatilität sich bewegen. Das Zweite, was wir uns überlegen müssen, was ist mit der Laufzeit? Wir brauchen ja hier schon eine ordentliche Bewegung, ne, in einer der beiden Richtungen. Und diese ordentliche Bewegung, die sollte dann auch irgendwann, wenn die irgendwann passiert, haben wir folgendes Problem. Wir werden vom Zeitwertverlust aufgefressen. Das heißt also, du kannst hier auch nicht so ganz kurze Dinge machen. Wenn du also sagst, ich erwarte, dass das Underlying, die Aktie, der Future, was auch immer, sich jetzt innerhalb der nächsten 8 Wochen richtig stark bewegt, und du kaufst einen Long Straddle mit 2 Wochen Restlaufzeit, dann hast du natürlich nichts davon, weil dann ist in der Zwischenzeit der Zeitwertverlust dieser Optionen so groß, dass einfach nichts passiert. Ne? So, deswegen solltest du auch immer etwas länger laufende Optionen kaufen. Gibt da jetzt keine Faustregel. Ich bin jetzt auch nicht zu der, also ich sage es auch gleich an der Stelle, ich handle keine Long Straddles. Und zwar aus, ich sage euch auch gleich noch mit warum, und deswegen gibt es auch keine Faustregel. Du musst aber rein von der Logik her eine etwas längere Laufzeit haben, damit dich der Zeitwertverlust nicht auffrisst, weil du darf eins nicht vergessen. Du bist in dieser Konstruktion vom allerersten Tag im Minus. Du wendest Geld auf, das hast du erstmal ausgegeben, und dann fängt sofort der Zeitwertverlust an. Und das heißt, der muss überkompensiert werden durch Bewegung des Underlyings. So, und warum handle ich das Ganze nicht? Und warum ist es auch nicht meine Top-Empfehlung für jemand, der anfängt? Der Grund ist einfach der, dass du musst erstens ein sehr, sehr gutes Timing besitzen, weil du musst ja sagen, okay, ich erwarte, dass sich im Underlying irgendwas bewegt, ich weiß bloß nicht, wohin. Ja, also ich glaube, dann ist es noch einfacher zu sagen, in welche Richtung ist es denn wahrscheinlicher. Und du musst ja eine Situation haben, wo du sagst, okay, hier könnte wirklich demnächst was passieren, es könnte stark in die eine oder andere Richtung sich bewegen. Wenn das aber so ist, ne, also wenn du zum Beispiel sagst, machen wir mal irgendein Beispiel, du hast einen Zinsmarkt oder du hast eine Aktie oder irgendwas, und du sagst, okay, da kommen nächste Woche Zahlen und danach erwarte ich, dass es richtig toll bewegt. Was passiert denn da? Du bist ja nicht der Einzige, der sich das denkt, sondern das denken ja noch 100.000 andere. Und was machen die im Vorfeld? Die kaufen natürlich auch Optionen, hedgen sich ab. Was passiert? Die Volatilität steigt an. Das heißt, die Situation zu haben, niedrige Volatilität und dann auch gleich noch die Erwartung, dass sich da richtig was bewegt, das ist schon eher ein bisschen Zufall. Ne? Und es gab ja solche, es gibt auch, glaube ich, gab mal einen Börsenbrief in Deutschland, der hat das auch gemacht. Und nachweislich hat es nicht funktioniert. Ne? Also zu sagen, immer bloß, weil die Vola niedrig ist, kaufe ich Straddles und dann bewegt sich da irgendwie was. Ne?
Das ist so ein bisschen wie ich spiele Lotto. Weil jetzt 10-mal die 9 nicht kam, setze ich auf die 9, die wird schon kommen. Das hat aus meiner Sicht ist das eine schwierige Strategie. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der mir auch in den Kommentaren schreibt, doch, ich handle immer Long Straddles und das funktioniert. Da will ich gar nichts dagegen sagen. Mir fehlt hier einfach die Logik, warum das als dauerhafte Strategie gut funktionieren sollte. Okay? So, worüber wir reden können, das können wir mal in einem anderen Video machen, ist, wie sieht es denn überhaupt mit Short Straddles aus? Das heißt, wenn wir das Ganze hier short gehen würden, ne, können wir uns ja vorstellen, wie muss das Ganze dann aussehen? Dann muss das so hier aussehen. Und das ist vielleicht was, was dann schon eher interessant sein könnte. Und darüber reden wir mal in einem anderen Video. Das war es erstmal für heute. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch vielleicht sagt, Mensch, ich habe von der und der Strategie gehört, erklär mal, wie funktioniert denn das? Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Dann schreibt mir das hier unten in die Kommentare. Schreibt mir auch mal eure Erfahrung. Habt ihr Long Straddles gehandelt? Handelt ihr sie vielleicht sogar regelmäßig? Habt ihr vielleicht sogar einen guten Ansatz mit Long Straddles? Ich bin ja hier nicht so weit, dass ich nichts mehr lernen könnte. Ganz im Gegenteil. Schreibt mir das bitte alles in die Kommentare und dann greife ich das hier sehr, sehr gern mit euch gemeinsam auf. In diesem Sinne, euch eine erfolgreiche Woche. Viel Erfolg an den Börsen. Wir hören und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.